Es ist einfach so viel mehr, was an Talent, was an Produktionsfirmen, was am Markt, wollte ich jetzt fast schon sagen, was einfach in der, was unterwegs ist. Filme, die gemacht werden wollen, die gemacht werden sollen. Es ist eine ganz andere Breite heutzutage vorhanden an Talenten, an Stoffen, an Drehbüchern, an Regisseuren. Das ist auch mit 1995 alleine gar nicht mehr zu vergleichen. Es ist einfach explosionsartig nach oben gegangen und daraus resultiert natürlich auch eine Unzufriedenheit mit dem Fördersystem, was auch rein, wie es Prozedere abläuft, können wir gleich noch mal drüber sprechen, aber es ist einfach rein numerisch so, dass in Bezug auf, dass keine Einigkeit darüber natürlich dann zwischen den einzelnen Förderinstitutionen in der Regel existiert, soll der Film jetzt gemacht werden, kriegt der was, dann kriegt der eine irgendwie weniger Geld, dann wird damit zu wenig Geld hergestellt, dann gehen die Filme unterfinanziert ins Rennen. Es ist einfach eine große Zerstückelung, die versucht mit der Situation irgendwie klarzukommen, dass sehr viele Einreichungen und sehr viele Projekte vorhanden sind. Das ist wirklich eine exponentiell nach oben gehende Entwicklung, ja. Allein schon in der Zeit, in der ich jetzt sagen kann, dass ich hier unterwegs bin, was den Kinofilm irgendwie angeht.